Am Sonntag herrschte ausgelassene Stimmung im Skiort Ischgl in Österreich. Volksmusikstar Andreas Gabalier stand dort auf der Bühne und begeisterte Fans mit seiner Performance. Allerdings gab es einen Moment, der alles andere als schön war. Wegen eines Zwischenfalls musste das Konzert kurzzeitig unterbrochen werden. Andreas Gabalier stand auf der Bühne, als plötzlich zwei Personen die Bühne stürmten, mit Konfetti warfen und Transparente ausrollten. Security-Mitarbeiter reagierten sofort, brachten die beiden Störenfriede zu Boden und trugen sie von der Bühne. Der Sänger hielt mit seiner Performance kurz inne, reagierte aber gelassen und machte sich über die Störung lustig. Vielleicht ist das eine Faschingseinlage oder so, meinte er amüsiert und setzte sein Konzert anschließend fort. Im Verlauf des Tages bekannte sich die letzte Generation zu der Störaktion in Ischgl. Laut einer Stellungnahme auf Twitter bedauern sie die Störung, hätten sich dazu aber genötigt gefühlt, um ihre Meinung zum Thema Klimaschutz zu verkünden. Die missglückte Protestaktion hinterließ auf die Besucher des Andreas Gabalier-Konzerts wenig Eindruck. Dank des schnellen Eingreifens der Sicherheitskräfte konnte die Party im beliebten Urlaubsort sofort fortgesetzt werden.